Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe eine neue Smartwatch. Viele haben mich schon darauf angesprochen, weshalb ich mir gedacht habe, dann stelle ich sie euch doch einfach mal in diesem Video vor. Denn ich habe sie tatsächlich in den letzten Wochen auf Herz und Nieren getestet und muss wirklich sagen, ich habe mittlerweile so viele Smartwatches schon für euch getestet, dass ich diese fast häufiger wechsle als alles andere. Aber es macht super viel Spaß und dieses neue Modell ist das neueste Modell aus der GoKo-Reihe, die SN93. Was die alles kann, das gucken wir uns gleich einmal an. Die kostet standardmäßig 40 Euro, allerdings derzeit noch ein 15% Rabattgutschein für alle, die sich die holen wollen. Seid schnell, der ist nur bis morgen gültig. Link ist einmal für euch natürlich in der Infobox und dort gibt es auch nochmal für euch alle technischen Details zusammengefasst. Die GoKo SN93. Super interessant, super schick, slim Design und vor allen Dingen komplett überarbeitet im Vergleich zu den Vorgängern. Auf dem technischen Datenblatt erstmal sehr, sehr interessante Features. Beispielsweise haben wir hier Blutsauerstoffmesser, wir haben ein Pulsmesser, wir haben eine Wasserdichtigkeit und natürlich nicht zu vergessen, hier erstmalig endlich auch mal verbaut worden mit dem Fullscreen Touch eine wirklich innovative Display-Methode, die vor allen Dingen auch für alle interessant ist, die sich individuell einmal einen Startbildschirm zusammenstellen möchten. Die SN93 kommt zunächst einmal in einer schicken Box. Ich persönlich finde, auch hier hat sich GoKo gesteigert, wenn wir uns an die ersten Modelle erinnern mit diesen Plastikboxen. Das ist jetzt definitiv ja passé. Hier ist so eine schicke Geschenkbox, wie GoKo das Ganze nennt. Und was zunächst einmal auffällt, ist, es wird gar nicht mal so viel mitgeliefert. Eine Bedienungsanleitung, ich denke, die können wir uns erstmal sparen. Und dann tatsächlich nur die Uhr und der MagSafe-Adapter sozusagen. Also hier wieder via USB über diesen Magnetlader einmal für die Uhr selber. Gut, dass GoKo übrigens dabei geblieben ist. Es war zwischendurch mal die Rede davon, dass man wieder auf Micro-USB umsteigt. Ich persönlich finde diese Magnetlösung nicht schlecht. Ich gehöre einfach zu der Fraktion, die gerne mal am Kabel hängen bleibt und dann ist so eine Uhr relativ schnell kaputt. Hier muss ich wirklich sagen, sehr, sehr cool. Am Uhrengehäuse selber hat sich super viel verändert. Zunächst einmal ist das einfach ultra dünn und das zeigt sich gleich auch, wenn ihr das hier einmal in der Nahaufnahme seht. Es ist wirklich extrem krass, vor allen Dingen auch im Vergleich zu teuren Anbietern, wie viel Technik GoKo hier in dieses dünne Uhrengehäuse reingepackt hat. Das nächste, was mir positiv aufgefallen ist, ist einmal diese Lünette, die ist hochpoliert, allerdings ganz, ganz leicht im Hintergrund sieht man so eine leichte Mattierung. Das gefällt mir unfassbar gut, sieht sehr edel aus und gerade auch für jeden, der so eine Smartwatch sucht, die nicht direkt wirklich so bam ins Auge schießt und sagt, ich bin eine Smartwatch, aber nicht schön, ist das definitiv eine super Alternative, weil die ist sowohl sportlich als auch elegant, meiner Meinung nach. Man hat übrigens das Armband übernommen vom Vorgänger, was hier wirklich gut ist. Es ist wieder dieses angeraute Armband, auch dadurch viel besserer Tragekomfort und nicht wie früher diese Ultra-Glatt-Armbänder aus Kautschuk, sondern hier wirklich sehr, sehr schön. Ist aber ebenfalls wieder ein Pin-Armband, das heißt auch hier wieder drauf gucken, welche Breite habt ihr und dann könnt ihr auch Pin-Armbänder von anderen Herstellern ganz einfach hier in diese Uhr einmal einfügen. Was ich persönlich dann gut finde, ist die Installation. Hier geht es wieder super schnell, einmal mit der App gepairt, schon kann es im Prinzip losgehen. Innerhalb von 2-3 Minuten ist die Uhr komplett eingerichtet und startklar und über die App könnt ihr dann noch einmal die Kernfunktion nochmal einstellen. Selbstverständlich habt ihr hier Vibrationsalarm bei Anrufen. Ihr habt unter anderem natürlich die Möglichkeit, eure ganzen Push-Benachrichtigungen, SMS, WhatsApp und so weiter hierauf zu sehen. Die Übersetzung ist übrigens immer noch die gleiche. Es ist immer noch Was ist App und nicht WhatsApp. Aber was soll's, es funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ihr könnt hier ebenfalls einstellen, ob ihr auch dann dementsprechend einmal mit der Uhr euer Smartphone suchen möchtet oder umgekehrt die Smartwatch suchen möchtet, was auch ebenfalls gut funktioniert. Was weiterhin nicht in der Uhr verbaut ist, ist übrigens ein Lautsprecher. Das heißt, auch hier geht das Telefonieren über die Uhr nicht. Ihr merkt zwar, wenn ein Anruf ankommt, aber telefonieren müsst ihr dann alternativ wieder über Smartphone oder übers Headset. Ich kenne allerdings derzeit auch keinen Uhrenhersteller, der das in diesem Niedrigpreissegment schon standardmäßig einbaut. Ebenfalls weist GoKo hier darauf hin, dass die Uhr selbstverständlich wasserdicht ist, aber, und das ist ganz wichtig, nicht für Tieftauchgänge geeignet und nicht bei zu heißem Wasser. Hier hätte ich mir einfach noch eine etwas konkretere Darstellung gewünscht. Ich kann das nur so viel sagen. Bei mir, zumindest
beim Händewaschen und vielleicht auch, wenn man mal damit vielleicht ins Schwimmbad geht und so weiter, hält die Uhr das ohne Probleme aus. Letzteres konnte ich leider nur wirklich im Waschbecken testen, dadurch, dass die ganzen Schwimmbäder derzeit zu haben. Aber sie ist nicht kaputt gegangen davon und funktioniert weiterhin sehr, sehr gut. Aber ich würde trotzdem auf den Hersteller hören, genauso wie bei vielen anderen Smartwatches, tauchen gehen und so weiter ist da einfach tabu. Was gut funktioniert, ist übrigens der Touchscreen. Die ganze Menüführung, alles wirklich bei der Uhr ist extrem überarbeitet worden. Die Touch-Sensitivität ist wunderbar und was ich hier persönlich absolut gefeiert habe, ist, dass man schnell Zugriff auf verschiedene Menüs hat. Und genau das ist das einfach vom Startbildschirm, einfach einmal von oben nach unten gescrollt, schon seid ihr in der Schnellansicht, habt eure letzt geöffneten Apps oder ihr geht einfach quasi durch das App-Menü einmal durch und könnt ruckzuck eine sportliche Aktivität beispielsweise starten. 15 sportliche Aktivitäten, das sind 5 mehr als beim Vorgänger, stehen euch jetzt als Presets bereit. Das heißt auch für alle, die hier mit der Uhr wirklich Sport treiben wollen, toll dafür geeignet, nicht zuletzt natürlich auch durch den Pulsmesser, durch den Blutsauerstoffmesser etc., was hier einfach super gut funktioniert. Auch der Schrittezähler ist zuverlässig, aber das kennen wir ja schon vom Vorgänger. Was hier bei der Uhr vielleicht noch besonders ist, und das finde ich persönlich auch sehr, sehr gut, ist dann, wie gesagt, dass ihr auch die Uhr einmal als Finder benutzen könnt für euer Smartphone. Das kennen wir eigentlich sonst nur von teuren Smartwatches, aber hier wurde das sehr, sehr zuverlässig verbaut. Eine Funktion, die ich beispielsweise hingegen gar nicht nutze, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Kamerafunktion. Ihr habt auch hier, wie beim Vorgänger, die Möglichkeit, mit der Uhr einmal eure Kamera sozusagen als Selfie-Stick auszulösen. Nutze ich nicht, aber ist dennoch ein super Feature für alle, die das vielleicht benötigen. Insgesamt muss ich wirklich sagen, ich bin mit dieser Uhr sehr, sehr zufrieden. Super Design, super slim Design, gefällt mir persönlich gut, ist edel, wirkt auf jeden Fall super edel und wirkt vor allen Dingen nicht low budget oder gar billig am Handgelenk, sondern sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Von daher für alle gut geeignet, meiner Meinung nach, die genau auf der Suche nach so einer Smartwatch sind und vor allen Dingen auch wieder nach einem Akkuwunder, denn das als abschließender Punkt noch. Diese Smartwatch hält wieder über 10 Tage locker bei normaler Benutzung und das ist definitiv viel mehr, als die ganze Konkurrenz derzeit bietet in diesem natürlich Uhrensegment. Von daher nutzt es aus, wenn ihr sie haben wollt, wie gesagt derzeit mit 15% Rabatt, kostet sie dann nur noch um die 35 Euro. Link einmal zum Angebot ist für euch in der Infobox. Habt ihr Fragen zu dieser Smartwatch, gerne einfach alles in die Kommentare oder direkt bei Telegram reinschreiben und ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Bis dahin hoffe ich natürlich, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Sehr, sehr gerne auch die Glocke aktivieren, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Video. Ciao.